26. September 2023 fand in Greven ein Feldnachmittag zu dem Thema Tiefenlockerung statt. Auf vielen Betrieben in unserer Beratungsregion im nordöstlichen Münsterland stellt die Tiefenlockerung nach der Ernte eine Standardmaßnahme dar. Doch ist eine Tiefenlockerung immer sinnvoll oder kann sie auch kontraproduktiv sein? Dieser Frage wurde an diesem Nachmittag nachgegangen. Neben praxisüblicher Technik und anschaulichem Bodenprofil gab es auch jede Menge Informationen rund um das Thema Tiefenlockerung. So, wir stehen hier im Bodenprofil. Wir haben hier einen für die Region ganz klassischen Potsohl. Der besteht aus Flugsand und unten drunter finden wir Niederterrasse der Ems. Also alles, was hier in der Region üblich ist. Das handelt sich auch weitestgehend um reine Sande. Die Entwicklung so eines Bodens findet natürlich von oben nach unten statt. Also der Flugsand ist irgendwann draufgekommen und dann findet eine Entwicklung statt. Oben Pflanzenbewuchs, dadurch bildet sich auch Humus. Der wird auch nach unten verlagert, genau mit Metalloxiden, Sesquioxide sagen wir dazu, und es bildet sich beim Potsohl eigentlich ein AE, also ein gebleichter Horizont, ein BH, ein humoser Horizont, ein BS-Horizont, wo die Oxide sich anreichern. Da wir jetzt aber auf einer Ackerfläche stehen, sind die oberen Horizonte in den Flughorizont, den AP, aufgeschlossen worden, eingemischt. Das heißt, hier haben wir nur noch den BS-Horizont darunter, der könnte sich auch im weiteren Verlauf verdichten, sodass man da überlegen kann, ob es Verdichtungen im Boden gibt, die die Wurzeln und die Pflanzen behindern. Unterhalb dieses BS-Horizonts sind dann weitere Schichten, die wir sehen in etwa bis hier. Die sind nahezu unverändert. Wiederum darunter sehen wir dann Fleckungen im Unterboden. Man kann sagen rostbraun oder ins Rötliche rein. Die kommen ganz einfach aufgrund des Wasserhaushaltes zustande. An dieser Stelle gab es mal Grundwasser. Vor der Absenkung des Grundwassers schwankte der Grundwasserbereich regelmäßig bis hier hoch und damit auch in den pflanzenverfügbaren Wurzelraum. Das ist heute nicht mehr der Fall. An dieser Stelle ist das Grundwasser leicht abgesenkt und wir haben das nicht mehr permanent im Wurzelbereich der Pflanzen. Wir schauen uns im Längsprofil einmal die verschiedenen Bodenlockerer und die Effekte an. Wir fangen an mit dem Paraflug. Der ist in dieser Seite sogar einmal überfahren worden mit dem Schlepper, um zu schauen, was passiert, wenn man nach der Bearbeitung eben einmal wieder rüberfährt über den gelockerten Boden. Man sieht im Profil noch, wo das Schar hergegangen ist. An der Stelle auch kann man spüren, eine Lockerung ist noch vorhanden im Vergleich zum drunter oder nebenliegenden Boden. Die ist allerdings sehr gering. Wenn wir folgen etwas weiter an die Stelle, wo wir den Boden nicht erneut überfahren haben, können wir ganz klar sehen, hier ist noch ein stark gelockerter Effekt vorhanden, allerdings auch nur in dem Bereich, wo das Schar hergelaufen ist. Das ist für den Sandboden hier typisch, da er eben ein Einzelkorngefüge hat, bricht er nicht großflächig auf, sondern hat da wirklich die Lockerung nur dort, wo auch das Schar direkt gelockert hat. Die weitere Variante an dieser Stelle ist einmal die Lockerung mit einem weiteren Lockerer mit Nachläufer, der für eine gewisse Rückverfestigung sorgt. Wir haben auch hier wieder einen Bereich bis etwa 50 cm gelockert. Kann man im Profil auch sehen, es hat sogar eine kleine Mischung stattgefunden. Allerdings ist hier der Fall, dass der rückverfestigende Nachläufer eben von oben hin wieder nach unten so stark rückverfestigt hat, dass kaum noch ein Effekt der Lockerung zu sehen ist. In diesem Bereich des Längsprofils haben wir mit dem Sauzahn einmal tief gelockert, auch wieder die gleiche Tiefe, etwa 50 bis 60 cm. Und wir sehen, wo das Schar verlaufen ist, auch diesen Bereich, der deutlich lockerer ist, direkt zu spüren mit dem Finger. Aber auch an dieser Stelle aufgrund des Gefüges wieder nur der Bereich, wo auch das Schar gearbeitet hat. Direkt daneben ist noch weitgehend originale Dichte vorhanden. Um festzustellen, ob eine Bodenverdichtung vorhanden ist, ob eine Tiefenlockerung auch sinnvoll ist, haben wir verschiedene Werkzeuge.
Wir haben hier einmal eine ganz einfache Bodensonde. Die Bodensonde ist in 10 cm Schritten skaliert. Ja, vorne ist eine Spitze. Die Bodensonde wird in den Boden reingedrückt. Ja, man kriegt auf der Dauer ein Gefühl dafür, wo eine Bodenverdichtung ist. Ja, oder wo die Bodensonde leicht und gut in den Boden geht. Aber nicht jede Verdichtung ist auch sinnvollerweise mit dem tiefen Haken aufzubrechen. Um zu gucken, ob der Einsatz des tiefen Hakens wirklich sinnvoll ist, sollten wir erst den Spaten einsetzen. So, mit dem Spaten können wir die verdichtete Stelle aufgraben und auf Ursachenforschung gehen. Warum ist der Boden verdichtet? Was können wir als mögliche Gegenmaßnahme durchführen? Ja, wichtig dabei ist auf jeden Fall der Zeitpunkt der Beprobung. Man kann übers Jahr öfter über den Acker laufen, die Bodensonde einsetzen. Der Boden sollte dabei einigermaßen feucht sein, weil gerade der schwere Boden bei Trockenheit sehr hart ist und die Bodensonde da nicht in den Boden reinzustechen ist. Genau, jetzt stehen wir hier in einer wunderschönen Zwischenfruchtmischung und da wären wir quasi auch schon beim Thema Zeitpunkt der Tiefenlockerung. Im besten Fall sollte eine Tiefenlockerung dann erfolgen, wenn ich die Tiefenlockerung kombinieren kann mit einer Zwischenfruchtaussaat. Also wirklich nicht im absätzigen Verfahren, sondern gleichzeitig lockern und die Zwischenfrucht aussäen. Hat einfach den Hintergrund, ich kann mir, gerade wenn ich so eine vielfältige Mischung habe mit unterschiedlichen Komponenten drin, die auch entsprechend unterschiedliche Wurzelhorizonte bedienen und bewachsen können, kann ich mir über diese Zwischenfrucht oder die Zwischenfrüchte können dabei entsprechend dann die Lockerungsschlitze vom tiefen Haken oder vom tiefen Lockerer relativ einfach durchwachsen und stabilisieren und da drinnen auch wieder über Wurzelausscheidung, Förderung der Bodenbiologie für eine gewisse Lehmverbauung und vor allem auch Aggregatstabilität sorgen in diesen Schichten. Ja, um überhaupt die Notwendigkeit einer Tiefenlockerung zu vermeiden, ist es ja grundsätzlich erstmal wichtig, den Boden in Schuss zu haben und da auch zu gucken, dass ich wie zum Beispiel jetzt hier eine vielfältige Zwischenfrucht drauf habe, die mir schon mal zum Beispiel hier über den Öllein einfach oberflächliche Verdichtungen rausnimmt. Man sieht das hier sehr schön, gerade in diesem Sommer häufig nasse Ernte bei uns in der Region gehabt, entsprechend so ein paar oberflächliche Verdichtungen reingezogen. Und der Öllein, der macht, wenn da Verdichtungen in 10 bis 15 Zentimetern sind, eine sehr schöne Korkenzieherwurzel meistens und bricht die auf. Sowas wäre schon mal Grundstein, um da Verdichtungen zu vermeiden, aber natürlich auch Radlasten, die möglichst gering halten. Möglichst wenig Bodenbearbeitung spielt natürlich auch eine Rolle und immer zum richtigen Zeitpunkt, wenn es geht, befahren, wenn es nicht zu nass ist. Ein anderer wichtiger Punkt dabei wäre dann natürlich noch die Kalkung, einfach um über die Calciumbrücken eine gewisse Aggregatstabilität zu bekommen, ist gerade bei uns hier, wir sind hier im nördlichen Münsterland, auf leichten Sandstandorten relativ wichtig, weil wir einmal einfach nicht so die hohen Tongehalte haben, wo wir eine Aggregatstabilität herbekommen. Und müssen die hauptsächlich über den verbauten Humus mit den Calciumbrücken machen. Da das Calcium ja entsprechend auch immer wieder ausgewaschen wird, ist es essentiell, da eine regelmäßige Kalkung durchzuführen. Aber weil wir hier auch auf leichten Standorten sind, wie schon erwähnt, und da auch eine geringe Kationaustauschkapazität haben, entsprechend wenig Bindungsplätze, wo sich das Calcium anlagern kann, ist da die Empfehlung eigentlich immer relativ geringe Mengen, aber dafür öfters zu kalken. Also ich sage jetzt mal irgendwo so 800 bis 1000 Kilogramm pro Jahr, aber das halt jedes Jahr und nicht alle 2 bis 3 Jahre 2 bis 3 Tonnen. Super, dass Sie das Video bis zum Ende geguckt haben. Es freut uns sehr, dass Sie an dem Thema und an unserer Arbeit Interesse haben. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen zu diesem oder zu weiteren ackerbaulichen Themen oder auch Wasserschutzthemen haben, können Sie natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team Münsterland Nordost telefonisch erreichen. Unten in der Beschreibung finden Sie den Link, wo Sie dann auch die Kontaktdaten finden.